Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, es wird geil. Es war einmal auf der E3, da war sehr viel los. Es wurde viel gezockt, es wurde Neues gezeigt. Doch das Beste kam von Ubisoft, die haben die Scheiße gerockt. Sie bringen ein Open World heraus. Ich bin mir sicher, das wird alles umruppen. Wenn ich mir die Grafik anschau, fängt mein Maul an zu suppen. Oh. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja es kommt, im Frühling raus. 2014 kommt das neue Watch Dogs raus. Ich komm die nächsten Wochen nicht mehr aus meinem Haus. Meinem Haus, hey! Handys hacken, Stromausfall. Ausfall. Menschenchaos überall. Überall. Man müsste sich das mal ansehen. Schau mal da. Ich glaube ja, das Spiel wird schön. Die Party. Man hat die Macht über das System. Ich glaube, sowas hat's noch nie gegeben. Ich hoffe ja, es kommt nächstes Jahr und wird nicht so oft verlegt wie Duke Nukem Forever. Oh. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja es kommt, im Frühling raus. 2014 kommt das neue Watch Dogs raus. Oh nein, da kommt GTA 5. Ich muss mal eben ein Datum ändern. Da es nun etwas später rauskommt, stimmen die Verkaufszahlen wieder, ich bin sicher. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja es kommt, im Frühling raus. 2014 kommt das neue Watch Dogs raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja es kommt, im Frühling raus. Doch 2013 kommt Assassin's Creed 4 raus. Yeah!